Und dann kommen wir zuletzt Fische. Was ist mit deinem Wunschpartner los? Die Karten machen, was sie wollen hier. So, was ist da los? Höher, schneller, weiter. Ich setze mich selbst einen hohen Erwartungsdruck aus. Ich möchte im Außen angesehen werden. Ich möchte glänzen, beneidet werden. Viel Leistung, viel Anerkennung, so ist mein Denken. Aber ich will die Wahrheit, die dahinter steckt, nicht sehen. Es wäre zu schmerzhaft, denn dann erträgt eine Maske diese Fische, Wunschpartner. Denn dann müsste ich einsehen, dass ich eigentlich nicht geliebt werde. Erträgt eine Maske, ja? Was ist im Leben dieser Mensch? Was ist noch sein Leben? Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, ja? Genau. Genau. Jawohl, also, er schaut nur auf sich, er ist mit sich beschäftigt, ja? Er ist mit sich beschäftigt, mit seinem Leben, er genießt den Moment, ja? Kann nicht ausschließen, jemand, der sehr Yoga-Meditation tätig ist, ja, oder als Hobby, oder ja, sich beschäftigt damit, sich selbst. Ja. Er schaut auf sich, er schaut auf sich, ja, was ist in der Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft von diesem Wunschpartner hier? Genau, was ist da los? Und er hat vieles gegeben in Ex-Partnerschaft, war nicht im Gleichgewicht, nicht im Balance. Er braucht eine Pause, er war sehr erschöpft, ja? Stillstand, stagniert wegen jemandem. Ja? Er brauchte auch von der Arbeit her auch eine Pause, eine Zwangspause. Mhm. Queen of Cups. Er ist sehr ein sensibler, sympathischer, ein offener Mensch, ja. Gut intuitiv, ja. Verträumt, mitfühlend, ja. Hilfsbereiter Mensch, ja. Er hat ein Gespür, ja, sehr intuitiv, ja. Das ist die Charaktere von diesem Mensch. Zukunft. Wow. Er wird, wenn es diese positive Level beibehält in seinem Lebensweg, jetzt und nachher, er wird so genießen sein Leben, wieder eben in Balance kommen, mit sich in Rein sein. Ja, ist auch ein Reinigungsprozess bei diesem Mensch. Schau mal, er möchte in Zukunft Familie gründen, ja, auf seine Zukunft vorbereitet sein, das möchte er. Deswegen arbeitet er so hart. Fische. In der Vergangenheit, ja, was war da? Ja, der wurde ausgetauscht, ja. Jemand hat ihn verlassen für jemand anderes. Deswegen, er braucht von allem Abstand, für sich sein, Zeit für sich haben. Veränderung kommt in sein Leben. Er ist schon, er macht schon Gedanken über sein Leben, ja. Aber er muss Entscheidungen treffen für Zukunft. Noch eine Bitte, für seine Zukunft muss er Entscheidung treffen in Sache Liebe. Er ist aber vorsichtig, da er viel noch Verletzungen, viel Schlechtes erlebt hat von der Vergangenheit. Das ist der Grund, ja, dass er vorsichtig und langsamer Typ oder Frau ist. Ja? Ich möchte aber hier noch eine für ihn, Zukunft, Botschaft für ihn, ja, für sein Leben. Das noch für Botschaft, Fische. Eine Botschaft bitte. Ja, oh, zwei sind gekommen. Schau mal, Verantwortung, Pflicht, Schicksal, ja, Energie klären. Sehr gut, im Balance sein, Leistung bringen, das ist auch, das spiegelt in diese Karte, ja, Kraft,
Festigkeit, Stabilität, Stärke und er entfaltet sich persönlich. Ja? Persönlich, Zuverlässigkeit, er ist rein mit sich, Reinigungsprozess, das ist das, was ich gemerkt habe. Ja? Er ist ein treuer, loyaler Mensch. Ja? Und deswegen, er arbeitet an sich. Und das ist ihm bewusst. Ja? Ich muss das loslassen. Ich muss in meine Selbstliebe kommen, damit vorwärts geht in mein Leben. Du, wo zuguckt, eine Botschaft. Ja? Für dich, wo zuguckt, eine Botschaft in Sachen Liebe. Ja? Und dann ist es vollbracht. Ja? Alle 12 Sternzeichen habe ich jetzt gedreht. Was ist für dich? Schau mal. Ein Seelenpartner kommt auf dich zu. Wunschpartner oder jemand Neues. Ja? Schau mal, Zwillingsseelen, eine Leidenschaft ist entflammt. Karmische Liebe. Lausche ich in dich hinein und finde heraus, was hinter deine Gefühle steckt. Ja? Mach. Du musst Entscheidung treffen in Sache Liebe. Du, wo zuguckst. Ja? Entscheide klar, was du willst, damit es zu dir kommt. Ob dieser Wunschpartner oder jemand Neues. Willst du aber spüren, meine Liebe. Alles Gute. Bye, bye. Namaste.